Hallo und herzlich willkommen. Ich werde heute dieses Gerät ausprobieren, denn es macht Bubbles. Ich liebe Bubbles. Und ich bin damit schon fürchterlich auf die Nase gefallen. Und jetzt habe ich dieses Gerät und habe gedacht, ich teste das einfach mal, weil man damit nämlich auch mit Sirup und solchen Sachen kleine Kügelchen machen kann, die man zum Beispiel dann in Sekt tun kann. So, hier sieht es aus wie im Schlachtfeld, weil wir haben getestet bis zum geht nicht mehr. Letzten Endes haben wir es geschafft, aus diesem Gerät Kugeln rauszuholen. Aber wie wir dazu gekommen sind, das seht ihr in diesem Video. Macht euch auf was gefasst. Es ist nicht unbedingt das Video des Jahrhunderts, was jeder braucht, aber es ist doch für einen Produkttest ziemlich interessant gewesen. Also, los geht's! Ich möchte heute mit euch zusammen ein Gerät testen, das ich sowieso testen muss. Dieses Gerät ist ein Bubble-produzierendes Gerät, woran man schon mal sehen kann, dass es wahrscheinlich eher zu den Dingen gehört, die die Welt nicht braucht. Aber warum ich dazu gekommen bin, das hat seinen Zweck und das werde ich euch gleich erzählen. Damals, als die Molekularküche aufkam, fing es natürlich an, mich zu interessieren. Weil mich sowas generell einfach interessiert. Und ich habe dann geguckt, was es da so alles gibt. Und das Einzige, was letztlich mich wirklich interessierte, waren diese Kügelchen. Ich kaufte mir also ein Selbermach-Kit und wollte die Dinger selbst machen. Und das hat so nicht funktioniert. Also erstens waren sie innen drin nie flüssig. Außenrum waren sie nie wirklich knackig. Und ich habe es nicht hingekriegt. Kommen wir dazu, wie ich jetzt zu diesem Gerät komme. Dieses Gerät ist von der Firma Rommelsbacher. Rommelsbacher kenne ich schon auch von den Messen schon seit langem, weil die mir immer aufgefallen sind, weil die in ihren Geräten Sachen drin haben, wo andere nicht dran denken. Wie zum Beispiel, dass man etwas leicht sauber kriegen sollte. Finde ich super. So ergab es sich dann, dass vor einigen Monaten der Verkaufsleiter, Herr Maschke und noch ein netter Herr, ankam. Und gesagt haben, wir wollen einfach mal gucken, was wir sonst so zusammen machen können. Und ich war natürlich sehr offen dafür, weil ich diese Leute mag. Und wir sprachen über Einkochautomaten, über Ölmaschinen, Maschinen, mit denen man Öl pressen kann. Finde ich super. Werde ich wahrscheinlich demnächst auch mal mir genauer angucken. Dann kommt der Verkaufsleiter und sagt am Ende, naja, also die habt da dann noch so ein Gerät. Und erzählte mir, dass sie in Amerika ein Gerät gefunden hatten, da hat auch jemand ein Patent drauf angemeldet, was sie dann hier in Deutschland tatsächlich in den Markt gebracht haben und sie kriegen dieses, also keiner versteht den Sinn dieses Gerätes und das war ausgerechnet ein Bubble-produzierendes Gerät. So, und dann mit meiner Vorgeschichte. Ich habe dann überlegt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich meine, es ist eine super Idee. Zum Beispiel, ich habe sofort die Idee gehabt, wenn man einen Holunderblütensirup in Bubbles macht und die dann in einen Sekt reintut, kann das wirklich total spannend sein. Aber meinen Einkochkunden zu verkaufen, warum ich jetzt unbedingt dieses Gerät haben möchte, das fiel mir zwar ein bisschen schwer, aber es war so charmant, weil ich wollte so gerne mal Bubbles selbst machen, die funktionieren. So. Die Geschichte habe ich Ihnen natürlich dann brühwarm erzählt und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich kriegte dann tatsächlich ein Gerät geschenkt. Wahrscheinlich wegen meiner herzzerreißend triefenden Geschichte, dass ich nicht geschafft habe, einen Bubble selbst zu produzieren. So, ich kriegte also dieses Gerät. Insofern ist dieses vielleicht hier bezahlte Werbung, denn dieses Gerät habe ich geschenkt bekommen. Jetzt bin ich natürlich im Zugzwang und muss es auch ausprobieren. Holen wir das Ding mal raus. So, also, von der Größe her ist es relativ handlich. Das ist das Gerät, recht leicht. Dann haben wir hier, brauchen wir eine Brille, Moment. Also, wir haben, oh, da geht's schon los, Geliersalz, Säureregulator und Gelierstärke. Als nächstes geht es um die richtige Auswahl der Düse. Ich habe es schon mal gelesen und zwar, wir haben ja zwei Düsen. Wir haben eine kleine Düse und eine große. Die kleine Düse, die ist für Säfte, Sirup und Dünnflüssigeres und die große ist auch vielleicht mal für Fruchtmark.
Das ist natürlich super. Da wir jetzt hier einen Sirup haben, wähle ich die kleine Düse hier, die, und die werde ich jetzt da einfach mal reindrehen. Ein ziemlich langes Gewinde. So, und schon kann ich es nicht mehr hinstellen. Ich werde es jetzt mal hinlegen und gucken. Was? Dafür ist ja dieses Ding da drin. Ach so, ja, Leute, oh mein Gott. Klaus ist so schlau. Dafür haben wir ja extra dieses Teil hier, damit man es dann wieder hinstellen kann. So. Wir rühren jetzt die sogenannte Geliermasse an. Dazu sagt es, 2 Gramm Gelierstärke sollen in 250 Gramm Flüssigkeit aufgelöst werden. So, ich werde jetzt tatsächlich einfach mal ganz richtig frech einfach mal einen Löffel reintun, mal gucken, was daraus wird. 2,6, das ist zu viel. Also ein gestrichener Teelöffel kommt wahrscheinlich eher hin. Jetzt gieße ich das andere Zeug oben drauf und guck mal, ob ich das schon einigermaßen reinbekomme, damit das nicht überall kleben bleibt. Ich werde das jetzt nochmal ein bisschen verrühren. Das geht ganz gut tatsächlich doch. Das ist eine gute Gelegenheit, eine gute Möglichkeit. So bleibt es nirgendwo hängen. Und wir können davon ausgehen, dass es beim Pürieren wirklich größtenteils in der Masse bleibt. Okay. Also dieser Test ist gelungen. Wir wissen damit, dass das die beste Art und Weise ist, diese schreckliche Geliermasse herzustellen. Flüssigkeit rein, Geliermittel drunter, Flüssigkeit drauf, dann pürieren. Das ist die Lösung. So geht's am einfachsten. Wir sollen dieses Zeug hier, die Geliermasse, in den Perlino füllen. Nein, es passt nicht ganz rein. Also ich würde es jetzt nicht ganz voll füllen. Na gut, nee. Genau, aufs Haar passt es. Soll ich das jetzt echt bis oben auch, Klaus? Genau. Als nächstes sollen wir das Wasserbad fertig machen. Dafür brauchen wir 500 Milliliter. Möglichst kalkarmes Wasser oder war das? Wie, mineralisiertes oder destilliertes Wasser. Ich habe ein Reverse-Osmose-Gerät, das müsste eigentlich ausreichen. Ich packe das einfach mal rein. So, dann haben wir jetzt hier 4,5 Gramm von dem Geliersalz, nennt es sich, glaube ich. Ne? Ja. So, und das sollen wir da reinrühren, bis es aufgelöst ist. So. Das löst sich relativ schnell hier, das ist ja ganz gut. Anmachen und dann einfach auf Start drücken und dann so über das Dings drüber reinlaufen lassen. Ich versuch's. Oh, was haben wir denn hier? Schön. Bisschen Bläschen, ne, aber... Guck mal, das ist doch schön, oder? Mal halt ich mal ein bisschen drauf. Das sieht doch noch was aus, oder? Mhm. Ich bin klatschbegeistert, Klaus. Klatschbegeistert, okay. Also jetzt wissen wir zumindest, dass es gehen kann. Hurra! Das ist nicht absolut hoffnungslos. Es ist nicht absolut hoffnungslos. Nee, das ist doch schon mal sehr. Die Zusammenfassung. Die Konsistenz macht es. Man muss wirklich zusehen, dass die Sachen aufeinander abgestimmt sind. Aber dann kann man sagen, dass man tatsächlich zuverlässig Kügelchen aus diesem Gerät rauskriegt. Man muss sich damit ein bisschen beschäftigen. Also ohne geht es tatsächlich nicht. Und eigentlich ist dieses Gerät hauptsächlich für zum Beispiel, nennt man sie Bartender, was ist das deutsche Wort dafür? Barkeeper. Denn für die war dieses Gerät ursprünglich entwickelt worden, weil die brauchen ja immer irgendetwas, um ihre Drinks besonders zu machen. Für mich ist es interessant, weil man viele Dinge, die wir selber machen, wie zum Beispiel Sirup oder auch mal Fruchtmusse oder solche Dinge, zu Bubbles verarbeiten kann. Man kann zum Beispiel auch Ketchup zu Bubbles verarbeiten. Da steht sogar, Klaus lacht, weil ich werde das mit dem Ketchup bestimmt noch versuchen. Weiß nicht, ob ihr es in diesem Video noch sehen werdet, aber wenn man sich hier die Rezepte anguckt, kann man damit wirklich sehr spannende Sachen machen. Und zwar Erdbeerperlen, Orangenperlen, Johannisbeerperlen, Tomatenperlen. Und jetzt wird es aber ganz interessant hier, denn da gibt es dann solche Sachen wie
Honig-Olivenölperlen, Balsamico-Perlen, Schnittlauchperlen, Avocado-Perlen und das geht Kaffee-Perlen. Ist auch nicht schlecht. Das Schöne daran ist, hier, Curry-Ketchup-Perlen. Siehst du? Genau. So, Minze-Perlen und so weiter. Sojasauce-Perlen. Und interessant daran ist, dass dadurch, dass dieses Natriumalginat ein mechanisches Verdickungsmittel ist, kann man alles, was flüssig ist, auf die richtige Konsistenz bringen und dann durch dieses Gerät jagen. Also es ist in jedem Fall besser als das, was ich selbst gemacht habe früher, denn das hat gar nicht funktioniert. Und ich glaube schon, wenn man sich damit beschäftigt hat und man hat den Dreh raus, dann ist es auch möglich, wirklich schöne Bubbles wie diese hier zu kreieren. Die stehen übrigens jetzt schon seit 2 Stunden und die sind total stabil. Und die zum Beispiel mal in Sekt gekippt oder sowas, damit kann man wirklich, denke ich mal schon, ein Ah und sowas auf einer Party oder einem Empfang oder sowas bekommen. Also, das war der Test. Spannender Test, langer Test. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ansätze geben, so dass sollte einer von euch dieses Gerät benutzen wollen, man vielleicht Möglichkeiten findet, wie man über diese erste Hürde als wegkommt. Aber wenn, dann ist das ein super Gerät. 500 Perlen die Minute und das tut es allemal. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ketchup und natürlich ein bisschen auf die Konsistenz geachtet und so und guck mal, krass, was sagst du dazu? Das ist natürlich jetzt schnell gerührt, deswegen rutschen sie auch nicht runter, weil da nämlich ein bisschen Luft drin ist, aber wenn die nicht rund sind, dann sag mir, was rund ist. Ja, läuft jetzt noch eine Weile weiter. Das läuft jetzt noch eine Weile weiter. Da hätte man natürlich warten müssen, bis die Luftblasen oben sind, aber sind jetzt gar nicht schlecht. Chilemasse. Ja, okay. So, legen wir los. Okay, ja, so, jetzt. Ne? Das läuft die ganze Zeit.